so weit oben hat selbst der King Roger noch nie aufgeschlagen. Auf dem Jungfraujoch Top of Europe trifft der Tennis King auf die G-Queen Lindsay Vonn. Über Skype haben sie sich zum Tennisspiel verabredet. Jetzt kommt es zum grossen Showdown. Auf über 3400 Meter über Meer, zmitscht auf dem Maletsch-Gletscher. Für den Roger Federer etwas ganz Spezielles. Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein grosses Privileg, so als Sportler können, so Sachen unterzunehmen, Leute organisieren, so etwas Unglaubliches an einem unglaublichen Ort. Das ist etwas, das immer in Erinnerung wird bleiben, und das ist viel mehr als nur ein Anlass, oder? It was really fun. I had a great time. It was a little bit difficult with the high altitude, but I mean, it was something I've never done before, you know, being on the mountain and playing tennis. Obviously, I'm in the snow a lot for skiing, but never playing tennis, so it was really cool. Vor dem Spiel hat der Roger Federer als Markenbotschafter den höchstgelegenen Lindt-Shop der Welt eröffnet, den Swiss Chocolate Heaven. Der Schoki-Erlebnis-Shop soll den Gästen Besuch auf dem Jungfraujoch versüssen. Interaktive Elemente sorgen für den nötigen Spassfaktor. Besucher dürfen sich auf ein umfangreiches Sortiment an feinsten Lindt-Schoki und auf einen spannenden Einblick in die Schoki-Herstellung freuen. Für den CEO von Lind und Sprüngli ist der Schoki-Shop eine Riesenfreude. Erstens mal verkaufen wir Lindt-Schokolade auf dem höchsten Punkt der Welt. Und zweitens bringen wir die schweizerische Schokoladenkultur, Tradition von Lind jedes Jahr zwischen 800 und 1 Million Touristen näher. Sensationelle Aussicht und dann noch Lindt Chocolate Heaven, eine total schöne Attraktion, die sich zu allen anderen Attraktionen vom Jungfraujoch dazu zählt. Also es könnte keine grössere Erfahrung sein heute. Das Highlight der feierlichen Einweihung ist aber das Showduell zwischen den beiden Sportstars. Am Schluss überschlägt sich das Ereignis. Der Moderator Rainer Maria Salzgeber kreist Roger Federer in bester Fußball-WM-Schiri-Manier ein. Und die Balljungs unterstützen Lindsay Vonn. Und siehe da, der Skistar schlägt gegen den Tennis-Champion einen Winner. Auch wenn nicht alles mit fairen Mitteln zu und her gegangen ist. Wichtig ist, dass wir es lustig haben, oder? Fair ist eigentlich egal, oder? Ich glaube, sie haben gute Metzlinge drauf, sie haben geschaut, dass es da so knapp wie möglich bleibt und Lindt hat das tapfer geschlagen. I think Roger wasn't expecting me to be that good at tennis. I'm not very good still, but I had some good shots and it was good to get a point. Spielspass und Jockey. Die Spielanalyse mit ein paar Lindor-Kugeln bildet den süßen Abschluss.